Unser Selbstbild ist der Dauerauftrag an das Leben für entsprechende Ereignisse. Grüß euch. Ich weiß nicht mehr, wer diesen Satz kreiert hat, aber der trifft's genau. In diesem Beitrag geht's um die zwei göttlichen Gesetze. Einmal das Gesetz des freien Willens und zweitens, du bekommst, was du bist. Das Selbstbild in deinem Bewusstsein ist der Auftrag an das Leben für entsprechende Ereignisse. Und das gilt für einen alleine, für dich ganz allein in deinem Leben, ganz genauso für das Gesamte, für das kollektive Unterbewusstsein auf der ganzen Welt, für die gesamte Welt. Das Bewusstsein von Milliarden über Milliarden ist jetzt getränkt, richtig eingetunkt, vollgefüllt wie ein Schwamm, mit Krankheit, Sterben und Tod. Und das ist der Auftrag für die entsprechenden Ereignisse. Was bedeutet das für dich in deinem eigenen Leben? Du bekommst, was du bist. Im Außen kommt nur das auf dich zu, was du selber bist. Das bedeutet aber nicht, wenn du zum Beispiel auf der Straße entlang gehst und es pöbelt dich einer an, dass du dann Pöbel bist. Nee, so ist es nicht gemeint. Deine insgesamte Lebenslage spiegelt dein Selbstbild wider und spiegelt deine innere Gefühlslage, spiegelt deinen Selbstwert wider. Deine äußere Umgebung spiegelt genau das wider, wie du dich selber fühlst, was du von dir selber hältst, was du selber bist. Nun, die eigenen Empfindungen werden aber oft von Programmen bestimmt. Irgendein Trigger kann jederzeit eine tiefsitzende Angst auslösen. Menschen, die narzisstisch misshandelt wurden, wissen ganz genau, wovon ich spreche. Und irgendein Trigger kann jederzeit eine tiefsitzende Angst auslösen, der man nachgehen sollte und das Programm, der Auftrag, der Befehl, das Erlebnis dahinter, den man löschen sollte. Was von außen auf dich zukommt, entspricht eins zu eins deiner inneren Einstellung, deiner eigenen Gefühlslage, deinem Selbstbild. Eins zu eins, du kriegst genau das, was du bist. Das ist der Grund, warum positives Denken und andere Techniken nicht funktionieren. Weil du bekommst nicht das, was du dir vorstellst, auch nicht, was du irgendwo bestellst, was du dir wünschst. Nein, nichts davon. Du kriegst genau das, was du bist. Du suchst dir selber aus, wie du dich fühlst, wer du bist. Mit diesem von Gott gegebenen freien Willen kannst du deine Gefühlslage, dein Selbstbild, nämlich selber wählen. Du bestimmst selber, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, wem und was du deine Aufmerksamkeit schenkst. Und du bestimmst deinen Standort, deine Gefühlslage, selber, ob du das unbewusst oder bewusst bist. Ob dir das klar ist, was du da gerade fühlst und warum, oder ob du unbewusst überhaupt nicht weißt, warum du dich vielleicht schlecht fühlst, warum nichts in Ordnung ist, warum überhaupt irgendwas nicht funktioniert, warum das Leben so schwer ist. Was du fühlst, bekommst du, ob das weißt oder nicht. Und die Bösen haben das jetzt ganz genial sogar angewendet. Die haben die Leute jetzt weltweit, also die ganze Welt dazu gebracht, aus freiem Willen die Idee, die Vorstellung, das Gefühl und die Realität von Krankheit, Sterben und Tod in sich anzunehmen. Und damit haben die Bösen sich absolut an Gottes Gesetz gehalten. Ich meine, sie können das eh nicht übertreten. Und die kennen es sehr gut und haben es in perfekter Weise benutzt. Wenn jemand vorhat, die Welt von der Bürde der Überbevölkerung zu befreien, dann kann er nicht einfach hingehen und die alle umbringen. Also irgendwie vergiften oder Bomben reinschmeißen oder das geht nicht.
Die Bösen haben sich nichts weniger zur Aufgabe gemacht, dass die ganze Welt freiwillig den Befehl zu Krankheit, Sterben und Tod annimmt. Da haben die 50 Jahre dran gearbeitet und jetzt ist es soweit. Sie haben es ins Unterbewusstsein aufgenommen und es wird ausgeführt. Es muss, denn was du in dir hast, bekommst du. Du bekommst genau das, was du bist. Und die ganze Welt ist im Moment was? Ausgerichtet auf Krankheit, Sterben und Tod. Man muss doch gar nicht kompliziert erklären. Wenn jemand dauernd denkt, oh Krankheit, Krankheit, Sterben, oh so viele Tote, dann kriegst du genau das. Das ist so einfach. Und sie haben es geschafft, muss man sagen, dass Milliarden über Milliarden das akzeptiert haben, dass die das geglaubt haben, aufgenommen haben, dass das real wird. Die Bösen haben die beiden göttlichen Gesetze benutzt, um alle Leute zu zerstören, um alle Leute dahin zu bringen, dass sie sich selber aufräumen. Für uns ist es das Allerwichtigste, diese beiden Gesetze für uns zu kennen und anzuwenden, die zu begreifen und zu lernen. Es ist so einfach, das, was du im Bewusstsein hast, was du fühlst, da, wo deine Aufmerksamkeit hingeht, genau das bekommst du. Du bekommst, was du bist. Das Gesetz wirkt immer, weil die wirken sowieso, ob du das weißt, ob du das merkst oder nicht. Damit befreist du dich erstens von dieser negativen Propaganda auf den Tod hin. Du marschierst da nicht mehr mit. Aber ich denke, alle, die mir zuhören, marschieren da sowieso nicht mit. Nicht dagegen gehen. Wir dürfen da nicht dagegen gehen. Sonst sind wir ja immer nur mit der Aufmerksamkeit genau auf dem, was wir nicht wollen. Wenn ich gegen was Negatives angehe, dann kriege ich doch genau mehr davon. Und das Gesetz wirkt immer, auch wenn wir es nicht merken. Wenn du das Gesetz richtig verstanden hast und anwendest, das ist ganz leicht. Es ist so einfach, dass es schon wieder schwierig wird für manche, weil das ist nicht intellektuell, sondern Selbsterkenntnis. Wenn du das Gesetz jetzt anwendest, dann wird es dir ab sofort gut gehen, auch wenn draußen rum alles zusammenbricht und absolut grauselig alles ist. Du bestimmst deine eigene Gefühlslage. Wie man das lernt, findet ihr in einem Link in der Beschreibung. Du bekommst genau das, was du bist. Und ich wünsche euch, dass das Allerbeste ist. Alles Liebe und bis bald.